Herr Schlomi ist Weihnachten zu Hause. Als Schlomi an diesem Morgen aus dem Haus trat, war die ganze Luft voll mit kaltem weißem Zeug und es flog ihm sogar in die Fresse. Na sowas, dachte er. Das ist anscheinend Schnee. Ich hatte noch gar nicht gemerkt, dass es schon wieder Winter ist. Schlomi war nicht sehr kälteempfindlich, eher das Gegenteil. Im Sommer hat er furchtbar gelitten, aber als es dann nach und nach kühler wurde, fühlte er sich einfach immer mehr wohl und machte sich ansonsten weiter keine Gedanken. Den Schnee fand Schlomi jetzt aber doch ein bisschen unpraktisch, denn er erschwerte ihm die Sicht. Außerdem wusste er aus vergangenen Jahren, dass wenn es erst einmal anfängt zu schneien, früher oder später auch die Gewässer zufrieren. Und dann wird er wieder nicht wissen, wo er schwimmen soll. Aber noch wird es ja wohl ein bisschen flüssiges Wasser geben, dachte er sich und machte sich auf den Weg zum Kanal. Dort wollte er wie üblich ein paar Runden im Wasser drehen und mit den anderen Hunden aus der Nachbarschaft ein bisschen quatschen. Das Wasser sah zum Glück auch ganz normal aus, aber von anderen Hunden keine Spur. Das sind ja mal ein paar Frostbeulen, dachte Schlomi. So ein bisschen Schnee und schon machen sie einen auf Invalide. Aber egal, ich schwimme erst mal eine Runde, sprach's und plumpste ins Wasser. Aber nachdem er ein paar Mal hin und her geschwommen war, fiel ihm auf, dass es wirklich ungewöhnlich ruhig auf dem Wasser war. Normalerweise kamen immer auch ein paar Enten und Schwäne, während er am Schwimmen war, denn anscheinend war er in ihren Kreisen so... Sorry. Oh je. Denn anscheinend war er in ihren Kreisen so eine Art Touristenattraktion. Aber heute war er auf dem Kanal Mutterseelen allein. Wo sind die denn nur alle, dachte Schlomi. Haben diese Warmduscher etwa umgeschult auf Zugvogel? Aber da hörte er plötzlich ein Geräusch. Quick! Quick! Auweia, dachte Schlomi, es klingt so, als ob jemand weint. Er schwamm dem Geräusch nach, zuerst ans Ufer, dann ans Land und dann kam er an ein Gebüsch. Hinter dem Gebüsch saß eine Ente und heulte jämmerlich. Was ist denn los? Fragte Schlomi die Ente. Warum weinst du so schrecklich? Und wo sind überhaupt die anderen alle? Die sind nach Entenhausen gefahren mit dem Sonderzug. Aber ich habe gestern Abend zu viel getrunken und habe deshalb heute Morgen verschlafen und dann habe ich den Zug verpasst. Nach Entenhausen? Was ist das denn für ein Quatsch? Was wollen die denn da? Hier in Berlin ist es doch viel schöner. Die Ente hörte auf zu weinen und sagte, Hä? Heute ist doch Heiligabend. Sie sind alle nach Hause gefahren, um Weihnachten zu feiern. Ach so, na das ist Pech, dann wird es ja schön langweilig die nächsten Tage. Hast du gar keine Familie, die du besuchen willst? Nö, sowas interessiert mich nicht. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Hier ist ja die nächsten Tage eh nichts los. Und ich habe ein paar gute Freunde, die leben im Karpfenteich. Die schreiben mir immer und sagen, dass ich sie wieder besuchen kommen soll. Wenn du willst, können wir ja heute zusammen dahin gehen. Echt? Meinst du wirklich? Ich meine, das ist total nett von dir, aber ich kenne die doch gar nicht. Ach, mach dir keine Sorgen. Die sind alle total nett. Es sind Musiker. Aber fressen sie auch keine Enten? Nein, mach dir keine Sorgen. Das sind alles Vegetarier. Ach so, dann könnte ich es ja riskieren. Aber zum Karpfenteich ist ganz schön weit. Wie kommen wir da denn hin? Also ich lauf. Aber wenn es dir lieber ist, kannst du auch neben mir herfliegen. Oder wir treffen uns da. Das geht nicht. Ich habe doch meine Flugerlaubnis verloren, weil ich betrunken geflogen bin. Na gut, dann läufst du eben mit mir mit. Das schaffe ich nicht. Es ist zu weit für mich. Meine Beine sind doch viel kürzer als deine. Tja, das stimmt wohl. Weißt du was? Du bist ja relativ klein. Ich kann dich auch Huckepack nehmen. Das geht doch nicht. Wenn mich jemand sieht, dann werde ich ja zum Gespött von der ganzen Stadt. Na, jetzt hör aber mal auf. Es ist doch keine Sau mehr hier. Wer soll dich denn sehen? Jetzt spring schon auf, sonst schaffen wir es nicht mehr bis heute Abend. Hoffentlich dauert es diesmal nicht so lange, den Aufzug zu finden, sagte Schlomi.
während sie durch die letzten Bäume stapften, die um den Karpfenteich herumstehen. Letzten Sommer bin ich fast 3 Tage hin und her geschwommen, bis ich ihn zufällig erwischt habe. Was denn für ein Aufzug? Na, da ist so eine Art Aufzug. Da hat das Wasser eine andere Art von Schwerkraft. Wenn man da drin ist, sinkt man ganz schnell, ganz tief runter und kommt dann unten am Boden an. Da ist die Karpfenstadt. Und deine Freunde sind alles Karpfen? Nein, das nicht. Also die Stadt ist von Karpfen erbaut worden, weil Karpfen sind bekanntermaßen sehr fleißig. Und deshalb brauchen sie natürlich an ihrem wohlverdienten Feierabend Unterhaltung. Aber Karpfen scheuen das Rampenlicht. Deshalb wird die Unterhaltungsindustrie in Karpfstadt fast ausschließlich von zugereisten Tieren bestritten. Aus der Oberwelt. Zum Beispiel auch ich, meine Wenigkeit. Ich war letzten Sommer dort Rockstar. Du ein Rockstar? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Du hast doch voll die Krächzstimme und triffst keinen einzigen Ton. Nein, ich will dich nicht auf den Arm nehmen. Ich hab dich auf den Rücken genommen, du Faulpelz. Aber jetzt kannst du gerne den Rest zu Bein weitergehen, wenn du mir nicht glaubst. Sprach Schlumi und schüttelte sich, so dass die Ente runterpurzelte. Sie hatte sich schnell aber wieder aufgerappelt und wollte gerade zurückschimpfen, als sie etwas Erstaunliches sah. Boah, Schlumi, guck mal da! In der Mitte des Sees schwammen circa 1 Dutzend Schwäne in quadratischer Formation. Das war ja schon recht ungewöhnlich, aber das Seltsamste war... Und guck mal, die Schwäne sind ja alle schwarz-weiß gefleckt, so wie du, rief die Ente. Oh, sagte Schlumi, das ist ja ein Ding. Ich glaube, genau da war der Aufzug. Und schon war er ins Wasser gesprungen und schwamm so schnell auf die Schwäne zu, dass die Ente kaum hinterherkam. Als sie bei den Schwänen ankamen, machten die Schwäne das Quadrat auf und ließen sie in die Mitte schwimmen. Und schon sanken sie hinab. In einer perfekt quadratischen Säule aus Wasser, um die herum auch Wasser war. Das Wasser außerhalb des Aufzugs bewegte sich nur einfach viel langsamer und da sie nach unten sanken, sah es so aus, als ob die Fische, die sie von außen anglotzten, alle nach oben schwimmen. Dann wurde der Aufzug aber schon wieder langsamer und als sie auf dem Grund ankamen, machte das Aufzugswasser noch eine kleine Seitwärtsschlenkerung und schwupp, da waren sie. Es sah alles haargenau so aus wie in Berlin. Nur unter Wasser. Und gerade waren sie anscheinend in der Karpfstädter Version der Elsenstraße, gegenüber vom Parkcenter. Guck mal, schrie die Ente, da steht ja ein Riesenauto und das sieht genauso aus wie du. Weiß mit schwarzen Flecken. Ach, das ist ja nett, sagte Schlumi, das ist Ravuse mit meiner Limousine. Woher weiß der denn, dass ich komme? Und er ging rüber und klopfte an die Fahrertür, worauf ein Karpfen herauskam und ihn umarmte. Woher wusstest du denn, dass ich heute komme? Fragte Schlumi und Ravuse sagte, naja, Captain Schmalz hat gesagt, dass Odi Fredi gesagt hat, du kommst heute zurück. Und wie ich sehe, hast du auch noch einen Freund mitgebracht, das ist ja nett. Dann steigt am besten mal ein, die anderen warten schon ganz ungeduldig. Schlumi und die Ente kletterten in die Limo und schon ging es los. Das sieht hier ja aus wie die Elsenbrücke, rief die Ente überrascht. Nur, dass überall Luftballons hängen. Und die meisten sind weiß, aber manche sind schwarz. Wie dein Fell, Schlumi. Aber bevor Schlumi der Ente antworten konnte, waren sie schon über die Brücke rüber, links abgebogen und kurz vor einem Hochhaus, wo Tausende von Karpfen auf der Straße standen, in einen Tunnel reingefahren. Ich bringe euch besser zum Bühneneingang, sagte Ravuse. Es ist ein bisschen voll auf der Straße. Heute ist doch Heiligabend und das Rollkommando Rüttelreim richtet eine große Weihnachtsgala aus. Sie wird sogar im Fernsehen übertragen. Und als ich rumgesprochen hat, dass du auch kommst, Schlumi, da haben natürlich die Tickets nicht gereicht. Die Karpfen prügeln sich da draußen wie die Hammerhaie, obwohl wir extra noch mehr Videoleinwände aufgestellt haben. Aber jetzt geht mal schnell rein. Ravuse ließ sie an einer Schleuse raus und sie fuhren über eine Rolltreppe direkt in den Backstage. Da waren sie alle, die vielen unterschiedlichen Tiere, die beim Rollkommando Rüttelreim unter Vertrag standen und brachen in Riesenjubel aus, sobald sie Schlumi von oben die Rolltreppe hochkommen sahen. Wolf Rixer, Odi Fredi, DJ Dienstbauch kamen als Erste und schüttelten und umarmten ihn. Wolf Rixer, eine neonrose Adlerin. Ah, sorry. Wolf Rixer,
Eine neonrosa Adlerin war die Komponistin vom Rollkommando Rüttelreim. Odi Fredi war der Texter und DJ Dienstbauch war eine Kröte und Schlomis frühere Duettpartnerin. Als nächstes kam Gloria. Gloria sah aus wie ein zu klein geratenes Nilpferd und leuchtete. Schlomi, das ist ja eine tolle Überraschung. Ich freue mich so und du hast ja auch einen Kumpel mitgebracht. Das ist schön. Herzlich willkommen. Hallo, sagte die Ente. Du hast ja eine tolle Stimme. Wie heißt du denn? Die Ente wurde rot und sagte, Dankeschön, das hat mir noch nie jemand gesagt. Und ich glaube, ich heiße Ente. Ach so, und wie heißen deine Geschwister? Ich glaube, die heißen auch Ente. Echt? Ist das nicht ein bisschen unpraktisch? Woher wisst ihr denn dann, wer angesprochen ist, wenn ihr euch unterhaltet? Ach so. Ich verstehe, was du meinst, aber in der Praxis ist das kein großes Problem, weil wir nicht viel reden. Und als Ente sah, dass Schlumi ein bisschen verdutzt guckte, fügte er noch hinzu, ich glaube, so viel wie heute habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gequatscht. Wo ist denn eigentlich Hobbs? Fragte Schlumi. Hobbs war der Duettpartner von Gloria gewesen. Er ist über Weihnachten nach Hause gefahren, in die Oberwelt. Ich glaube, Australien. Hobbs war nämlich ein Känguru. Er hat mir geschrieben, er sagte, es ist sehr heiß dort und zu Weihnachten essen sie Nikoläuse aus Eis. Aber ich singe jetzt auch gar nicht mehr mit Hobbs zusammen. Ach so, schade, es war immer so lustig gewesen, wenn ihr zusammen gesungen habt. Jung in den Zeiten von Hobbs und Gloria, als manches Detail noch ganz anders war. Habt ihr euch etwa gestritten? Nein, wir haben uns nicht gestritten, aber das war ganz komisch. Wir hatten einen Auftritt. Und auf einmal konnte ich nicht mehr singen. Ich habe den Mund aufgemacht, aber es kam absolut kein Ton raus. Es war so peinlich. Hobbs musste dann alleine zu Ende singen und ich habe mich hinterher so geschämt. Aber Wolf Frixer hat gesagt, es ist normal, weil ich jetzt zu groß bin für Kinderlieder und dass sie und Odi Fredi mir einfach etwas Neues schreiben. Schlomi schaute sie an. Sie war in der Tat sehr gewachsen seit dem letzten Mal. Sie sah jetzt aus wie ein Teenager. Soweit man sich das bei einem leuchtenden Mini-Nilpferd vorstellen konnte. Heute stelle ich zum ersten Mal mein neues Lied vor. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was singst du denn jetzt? Fragte Schlomi. Mein neues Lied heißt Stop the Cavalry. Es ist ein Weihnachtslied, aber es ist auch gegen den Krieg. Es handelt davon, dass die Soldaten lieber aufhören wollen zu kämpfen, damit alle nach Hause gehen können und Weihnachten feiern. Das ist doch ein gutes Thema, sagte Schlomi. Ja, schon. Sorry, ich muss mal kurz nach der richtigen Stelle suchen. Ja, schon, sagte Gloria. Aber ich habe noch keine Background-Sänger. Würdet ihr mir einen Gefallen tun und für mich Backup singen? Was ich? Sagte die Ente. Sie war total aufgeregt. Man merkte, dass sie sich freute, aber auch am liebsten wollte sie weglaufen. Das kann ich nicht. Ich habe es doch noch nie gemacht. Ach, sagte Gloria, vielleicht kann Schlomi ja auch mitmachen. Er kann dir zeigen, wie es geht. Es macht dir doch nichts aus, oder, Schlomi? Schlomi nickte beiläufig, aber Ente war nicht überzeugt. Na, ich weiß nicht. Meinst du wirklich? Ja, auf jeden. Und wir müssen jetzt auch schnell mal losgehen zum Bühnenaufgang. Wir sind als Nächste dran. Während sie sich zum Aufgang durchquetschten, hörte man gerade die letzten Takte von einem bekannten Weihnachtslied. Es wurde von einer Gruppe Rinder gesungen. Kleinen Moment. Oh, das hätte ich eigentlich in der Musik, in der Filmpause machen sollen, habe ich aber vergessen natürlich. Muss ich Mikrofon kleiner machen, genau. Jetzt habe ich es. Also, die Gruppe heißt Glitterbob und die Milchmädchen. Und die singen ein Lied, was manche von euch vielleicht schon kennen. Letztes Jahr schenkte ich dir meinen Pansen, doch am allernächsten Tag, da hatte er schon Fransen.
Dieses Jahr, um Ärger zu sparen, schenke ich ihn jemand Besonderem. Einmal gebissen und zweimal scheu. Ich halte Abstand, doch du wedelst mit dem Heu. Sag mir, Baby, hast du mich erkannt? Okay, ist ein Jahr her, dass ich dir nachgerannt. Fröhliche Weihnachten, so wickeltest du mich ein. Und mit deiner Karte darauf stand, ich liebe dich, du Schwein. Jetzt weiß ich, wie dumm ich damals war. Ach, wenn du mich jetzt küsst, dann bin ich wieder da. Letztes Jahr schenkte ich dir meinen Pansen, doch am allernächsten Tag, da hatte er schon Fransen. Dieses Jahr, um Ärger zu sparen, schenke ich ihn jemand Besonderem. Ja, und dann waren sie schon fertig mit ihrem Song gewesen. Und ich habe jetzt die Zeile natürlich verloren. Hier, die Zuschauer tobten, während Glitter Bob und die Milchmädchen die Bühne verließen. Glitter Bob gab sein Mikrofon im Vorübergehen einem Löwen, der nun auf die Bühne ging. Es war Captain Schmalz, der Generaldirektor vom Rollkommando Rüttelrhein. Vielen lieben Dank an unsere neuen Shootingstars für diesen tollen romantischen Weihnachtshit, sagte Captain Schmalz. Und nun kommen wir zu einem ganz besonderen Programmpunkt. Unser lieber Kollege Odi Fredi hat sich mal wieder selbst übertroffen und ein Weihnachtslied geschrieben, das die freudige Stimmung der Festtage mit einer politisch wertvollen Botschaft verbindet. Vorgetragen von unserer süßen Gloria, die soeben ihren Kinderliedern entwachsen ist und uns nun eine Kostprobe ihres neuen, reiferen Weltbildes geben wird. Und wie ich soeben gehört habe, wird sie von keinem Geringeren unterstützt als unser aller lieber alter Freund Herr Schlomi, der heute extra aus der Oberwelt zurückgekommen ist, um für Gloria die Backing Vocals zu singen. Zusammen mit einem noch unbekannten Individuum, Herr Schlomi, sein Kumpel Ente. Ente steht heute zum ersten Mal vor einem Publikum und deshalb, meine Karpfinnen und Karpfen, bitte ich Sie um einen besonders herzlichen Applaus für Gloria, Herr Schlomi und Ente. Sorry für die Pausen. geht gleich weiter. Ja, hier haben wir's. Hey, Mr. Churchill, come on over here. You say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, it's very rough, can you stop the cavalry? Yo, 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 yo. Irgendwas ist schiefgegangen, Miss Cavalry. Jaul, jaul, jaul. Tja, peinlich. Das liegt daran, dass ich hier auf so auf dem Bildschirm die Noten lesen muss und das geht überhaupt nicht so gut. Wenn das jetzt live wäre, dann würde ich das ganz anders machen. Dann würde ich irgendeinen hübschen Jungen aus der Zukunft, würde ich einen hübschen Jungen aus den Zuschauern auf die Bühne bitten und dann müsste der sich vor mir hinknien und ich würde das Notenblatt ihm in den Mund stecken. Aber ihr wisst ja, Lockdown, deshalb funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Okay, ich fange einfach nochmal an. Hey, Mr. Churchill, come on over here, we say you're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, running to and from the enemy. Oh, it's really tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Mickey and Leonie wait at home in the nuclear fallout zone. I wish I could be dancing now in the arms of the gods I love. Yowl, 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 yowl,